Digitalisierung hat die Arbeitswelt massiv verändert. Technisches Know-how ist mittlerweile in fast allen Berufen Voraussetzung. Das Greentech-Unternehmen Salzburg AG begeistert deshalb schon Kinder für Technologie und Digitalisierung. Bei den Robocamps können Buben und Mädchen in die Welt der Roboter und Software eintauchen. Wir verpacken das immer sehr spielerisch, aber es sind natürlich schon die Grundbasis-Sachen drin, die man dann zum Programmieren braucht. Auch dieses analytische Denken, Schleifen oder Verzweigung, wo es nachher hinführen soll, sage ich mal, das wird am Anfang einmal von der Denkweise unterstützt und später dann wirklich mit Blöcken einmal ein If und eine Schleife wirklich erkannt und ganz zum Schluss halt wirklich programmieren wir es wirklich textuell. Die Robocamps gibt es heuer bereits zum 5. Mal. Dieses Jahr waren über 80 Kids von 9 bis 14 Jahren mit dabei, darunter jede Menge Mädchen. Es geht darum, Mädchen in die Technik zu bringen, in die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Warum? Einerseits, weil Mädchen genauso wie Buben mündig mit diesen Themen umgehen müssen und weil die gesamte Wirtschaft und insbesondere auch wir, die Salzburg AG, verstärkt Arbeitskräfte in Zukunft in diesen Bereichen brauchen werden. Die Kinder bauen im Robocamp tatsächlich einen Roboter selbst und das von Grund auf bis zur Softwareprogrammierung. Also das ist eigentlich das Um und Auf, dass die Kinder einfach selbst Erfahrungen sammeln, nicht nur vorgebetet kriegen. Muss man natürlich auch am Anfang, aber dann sollen sie einfach Zeit haben, das einfach selbst auszuprobieren und dann drauf zu kommen. Und da gehen dann die Lichter erst auf, wenn sie es dann selbst ausprobieren. Ja, ich finde schon cool, dass, weil das haben wir jetzt selber gebaut, dass irgendwas, was wir selber bauen, auch funktioniert. Also es war ganz einfach und es hat Spaß gemacht. Aber das kann doch nicht einfach sein, wenn ich mir das anschaue. Ja, bei den Kabeln gab es ein bisschen Probleme, aber das Zusammenbauen, die Form, die Augen, die Beine, die Batterie, der Motor, die Kabel, das war alles einfach. Also da fängt diese Kreativität dann an, gell? Also das Weiterdenken fängt dann an und das ist total super. Und da weiß ich dann, okay, wir waren wieder am richtigen Weg. Und dieser Weg hat auch in diesem Jahr die Technikbegeisterung steigen und die Roboter tanzen, leuchten und piepsen lassen.